So, die Stunde der Wahrheit. Du kriegst die Herrscher-Axt wieder in die Hand. Und wir stürmen zu der Tür, die wir knacken wollen. Bakata ist ausgewählt. Und jetzt bam wir die Dietriche bis zum Get-Now. Und es hat geklappt. Sehr schön. So. Weg mit der Axt. Und jetzt will ich wissen, was wir da hinter haben. Noch eine Kiste. Aha. Okay, das geht ein bisschen schneller. Ein Westwood-Stock. Das ist ein Easter Egg, denn die Firma hieß Westwood. Der muss irgendwas Besonderes machen. Den hält er in meiner Hand. Ein Egg ist Visierhelm. Der ist schick. Der ist besser als der. Und der ist Druckplattenfutter. Eine Aloe. Ja. Also entweder braucht man jetzt den Westwood-Stock, um das Spiel zu beenden. Oder das war nicht so wichtig, wie ich es gedacht hatte. Die Tür kriegen wir noch nicht auf. Was hat das mit den beiden Schaltern da auf sich? Na gut, wir müssen so oder so da hinten weitermachen. Also rechts rum. An dem da vorbei. Ich will mal gucken, was passiert, wenn wir mit dem Westwood-Stock treffen. Aber da der so eine niedrige Angriffskraft hat, oder Stärke, wird das schwierig werden. Nee, das bringt auch nichts. Er ist Kämpfer Level 6. Kriegt er mal den Stock? Trifft nicht. 3 Schaden. Ja, also wenn er für irgendwas Besonderes ist, dann ist er auch wirklich nur für was Besonderes. Also einen besonderen Gegner oder irgendeine Nische. Weil so im Nahkampf ist er sinnlos. Und betäubte Spieler kriegen anscheinend viel mehr Schaden. So, hier geradeaus weiter, links rum. Hier können wir mal ganz kurz einen Zwischenstopp machen. Ah, können wir nicht, weil die Schalter hier komisch waren. Ah, ich wollte mich eigentlich einsperren und auch ein kleines Nickerchen halten. Aber das können wir ja vielleicht hier. Oh. Zip, zip. Zip, 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 zu früh. Tür zu. Ach nee, ne? Wir sind wieder in unserer Kammer. Ja. Ja, hier haben wir doch schon recht häufig drin geschlafen. Also hier oder in dem Nebenraum. Hoffentlich geht das diesmal ein bisschen schneller alles. Aber wie wir gesehen haben, die drei Beine lungernden schon wieder vor der Tür rum. Ja, du. Du und deinesgleichen müsst alle sterben. Noch ein Genozid. Wir sind echt eine ganz schön üble Heldentruppe. 2 Alienrassen ausgelöscht. Und auf dem Weg dabei die drei Beine auszurotten. Aber was muss das... Oui? So, dich auch noch. Ist hier noch irgendwo einer? Hier sind wir auch letztens gestorben. Also wir sollten uns nicht übernehmen. Und auch nicht so laufen, dass wir uns in die Ecke drängen können. So, Gegner scheinen alle tot zu sein. Nee. Da kommt das nächste Dreibein. Na, kriegen wir dich so erledigt? Ich würde dann ganz gerne versuchen, hier zu schlafen, damit wir wieder ganz zurücklaufen. Ja, da ist noch einer und dahinter ist noch einer. Ja, was ich sagen wollte, wenn wir jetzt zurücklaufen bis zu unserer Tür mit den zwei Räumen dahinter, dann ist hier bestimmt wieder Respawn und da auch und das zieht sich alles viel zu lange. Aber hier sind echt viele von den Viechern. Hm, haben wir hier noch eine Armbrust über, in Anführungszeichen? Hm, hätte schwören können, wir hätten noch eine gefunden. Schade, sonst hätten wir noch Axel oder Pausen in die Hand drücken können.
Das sind echt tierisch viele. Wo kommen die alle her? Ist hier vielleicht irgendwo eine Druckplatte, die die Viecher spawnt? Das könnte natürlich auch sein. Oh, 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 oh. Böse Falle. Also da hinten ist noch einer. Komm, stirb bitte. Jetzt überspeichern wir ganz kurz den Speicherstand. Das war nicht gut. Wir sind nämlich schon bei 47, ne? Ja, ich darf nicht durcheinander kommen. Also LP0 47a. Und versuchen einfach mal rotzfrech hier zu schlafen. Nun, sieht gut aus. So, was sagt die Karte? Die Karte sagt, hier waren die ganzen Knöpfe, die ich noch ausprobieren wollte. Ja, da waren Feuerbälle. So, den haben wir schon gedrückt. Und hier war irgendwo noch einer. Den haben wir noch nicht gedrückt. Können wir dich knacken? Nein. Können wir dich öffnen? Nein. Ha, wir haben jetzt schon zwei Schlüssellöcher, die wir nicht benutzen können. Und wo zur Hölle sind wir? King Richard! Das ist doch mal gespoilert. Das kann ich doch noch gar nicht wissen. Ja, das fand ich jetzt nicht so toll. Und warum können wir das da hinten nicht auslösen? Das finde ich jetzt auch nicht so toll. Ah, okay, mit dem Knopf haben wir den Teleporter gemacht. Jetzt werfen wir in den Teleporter was rein. Was werfen wir denn mal? Und ich höre wieder so ein komisches Gluckgeräusch. Na gut, wir werfen den Aegis-Helm. Den geht zu. Wir können jetzt den Teleporter rein. Ich mag es aber nicht, einfach so einen Teleporter zu springen. Also gucken wir vorher noch kurz mal die Ecke da an. Und hier wartet König Richard. Also ja, es ist schön zu wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber es wäre doch eine viel tollere Überraschung gewesen, wenn denn einfach so wieder nur einen Schatz erwartet hätten und plötzlich der König vor uns steht. Aber na gut. Man kann nicht alles haben. So. Wir wollen nicht durch die Stacheln. Das heißt, wir gehen hier rum. Wir wollen auch nicht durch die Stacheln. Wir wollen eigentlich auch keinen Mana verschwenden. Ich sagte, wir wollen keinen Mana verschwenden und da kommen so viele. Na gut, hilft alles nichts. Jetzt kippt auch noch Axel um. Na komm, da kommen die Aloe verschwinden. So, und Nagel noch dran. Zip, zip. Zip, zip. Zip, zip. Au. Du hältst mal wieder mehr aus als alle anderen. Zip, 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 zip. Ah, da werden noch zwei, dreimal Bolzen hinterher fliegen müssen. Und danach können wir hoffentlich hier schlafen. Ich versuch's einfach mal. So, das reicht für eine Heilung. Heilung 1. Uffala. Na gut, schauen wir mal, was hier in der Ecke ist. Und wenn da nichts Wichtiges ist, dann springen wir einfach mal in den Teleporter und schauen, wo wir rauskommen. Noch ein Dreibein. Dahinter noch ein Dreibein. Wo kam der gerade her? Ah, doch, den haben wir noch erwischt. Sehr schön. So, du schließt einfach noch eine Ecke und machst nix. Ist ja auch komisch. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, kein Schalter unterwegs. Nur ein Raum, wo man sich einsperren kann. Sehr schön. Und ein Noir-Schlüssel. Noir ist die Nacht. Und ein Filmgenre. Wofür könnte er denn da sein, wenn er so einen passenden Namen hat? Für King Richards Dingens?
Oh, wir kommen nicht wieder raus. Oder für die Schwärze der Lage, in der wir sind? Nee, den Westwood-Stock schmeißen wir auf keinen Fall weg. Den Stahlarmschutz. Macht nix. Ha. Ich will den Noir-Schlüssel aber nicht wieder loswerden. Wo sind wir? Wir sind da. Es gibt nur die Nische und die Tür. Die Tür können wir nicht klicken. Axt? Anderer Schlüssel? Dietriche? Der will den Schlüssel nicht mehr wieder haben. Das ist jetzt komisch. Also es gibt keine Schalter, jedenfalls laut Karte. Es gibt nur die Tür und die Nische. Gibt es irgendwo was nicht eingezeichnet ist? Zum Beispiel Knöpfe auf dem Boden? Ne, die sind auch eingezeichnet. Hm. Haben wir die Tür eigentlich hinter uns zugemacht? Ja, wir waren das, ne? Sonst hätte ich gesagt, komisch, dass wir es nicht gehört haben. Hätten wir die Tür vielleicht nicht zumachen sollen? Das ist jetzt ein Bug. Ha. Ja, hier drin können wir nichts machen. Wir könnten noch weiter rumprobieren, aber ich denke mal nicht, dass da irgendwas Wichtiges reinpassen wird. Ich meine, die wichtigsten Sachen haben wir schon ausprobiert. Die Statuen, richtig? Ja. Machen nichts. Das Elixier? Nö. Die Schlüssel hatten wir auch beide schon. So, die Pyramiden werden da nichts zu suchen haben. Toll, hier auch nichts. Nö. Sonst haben wir nichts Wichtiges. Irgendwas vertragen, den Rubin der Wahrheit. Nö, will auch nicht haben. Irgendwo eine Illusionswand, die nicht eingetragen ist. Na gut, speichern wir mal kurz ab unter 47b. Laden dann den 46er und gucken, ob wir, wenn wir die Tür nicht zumachen, hier wieder reinkommen. Wir sehen ganz schön zerdeppert aus. Ja, da war noch eine Menge Dreibeine unterwegs. So, also wir müssen wieder zu den Schaltern, das war hier rum. Dann den drücken. Sicher, dass das hier war? Oder war ich hier das mit der Fallgrube und dem... Ja, hier war es mit der Fallgrube und dem Dingens. Nee, das wollen wir gar nicht. Das heißt, wir müssen hier wieder zurück. Darum, darum und ganz viele Dreibeine töten. Sollten nicht an den vorbeilaufen. Aber ist zu spät. Sterbt! Oh, Mana ist auch schon fast alle. Zeit, Ressourcen zu verschwenden. Nee, kein Ast der Vergessenheit. Ein stinknormaler Mana-Trank. Dich gibt's ja auch noch. Und er ist nicht tot. Das war mal knapp. So, eine Heilung für dich. Eine Heilung für dich. Den Rest regenerieren wir hoch. Ja, definitiv sehr knapp. Vor allem, dass wir mit einem Nahkampftreffer ihnen den Rest gegeben haben. Das war ein glücklicher Zufall. So. Hier haben wir die Tür, die wir diesmal nicht zumachen.
Und ja, wir haben uns selber irgendwie verbuggt. Wie auch immer. Ja, nicht heilen, Blitz schlagen. Aber hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die Version, die ich hier spiele, ist eigentlich eine recht aktuelle und bugfreie. Wir hatten ja jetzt mehr als genug Zeit, da draus zu fixen. Aber na gut. So, jetzt können wir auch in Ruhe zu dem Teleporter gehen. Also wenn man Feuerbälle ins Gesicht als ruhig bezeichnet. Passt du hier? Nee. Stromschlag. So, ist jetzt hier gegnerfrei. Ja, die Tür können wir auch wieder aufmachen. Das ist schon mal sehr beruhigend. Dann können wir hier nämlich auch schlafen. Und erstmal einen kleinen Cut machen. Und in der nächsten Folge aktivieren wir wieder den Teleporter hier und springen dann da durch und sehen, was da ist. So, LP47B und wir sehen uns gleich wieder.